Mein Name ist Uwe Kemmer, Berufssoldat. Ich bin 53 Jahre alt und wohne in Himmelsberg. Ich kandidiere als Stadtverordneter für die Bürgerliste Kirchhain. Warum trittst du bei dieser Wahl an? Ja, als Ortsvorsteher in den letzten 5 Jahren in Himmelsberg habe ich festgestellt, dass ich eine Menge tun kann und eine Menge auf den Weg bringen kann für unser Dorf. Was ich aber auch feststellen konnte, ist, dass ich keinen Einfluss nehmen kann auf Entscheidungen, was das Stadtparlament angeht. Das war einer der Gründe, wo ich gesagt habe, das probiere ich jetzt auch nochmal, um zu sehen, was kann ich auch im Stadtparlament bewirken. Warum trittst du gerade für die Liste der Bürgerliste Kirchhain an? Ja, die Frage ist auch sehr schön. Die Bürgerliste Kirchhain ist genau das, was ich suche, da ich absolut unparteiisch sein will. Das heißt, ich möchte keiner Partei angehören. Das ist mir sehr, sehr viel wert und wichtig für mich, unparteiisch in der Kommunalpolitik zu wirken. Wodurch zeichnet sich für dich Kirchhain besonders aus? Ja, Kirchhain. Ich bin ja ein nicht echter Kirchhainer, ich bin ja ein zugezogener Saarländer. Bin hierher gekommen und habe festgestellt, das ist ein wunderbares Örtchen. Gerade die Kernstadt mit den engen Gassen, die Ortsteile mit ihrem landwirtschaftlichen Charme und wirklich wunderbar in die Hügel eingebettet. Ja, ich habe mich darin verliebt und vor allen Dingen auch in die Menschen, die wir hier in Kirchhain haben. Mhm. Welche Themen liegen dir für die kommende Legislaturperiode besonders am Herzen? Ja, da an erster Stelle, da ist ein Schlagwort, was ich gerne auch nenne. Das ist halt Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und dazu gehört auch, dass es genügend Kindergärten gibt, dass die Kitas, die vorhanden sind, auch über die Regeldienstzeiten oder Regelzeiten Betreuung durchführen können. Des Weiteren auch die Förderung der Jugend und die Digitalisierung der Stadtverwaltung vielleicht, sodass es einfacher ist, bestimmte Behördengänge online zu machen, aber auch der Ausbau von WLAN, der ja schon angelaufen ist, der sollte noch weiter ausgebaut werden und auch der Mobilfunkempfang ist teilweise auf den Dörfern etwas, was man verbessern kann. Erläutere, welche deiner Fähigkeiten du wie am besten als Stadtverordneter dabei einsetzen möchtest. Also Freunde von mir sagen immer, ich bin ein sympathischer Mensch, der auch in der Kommunikation, also mit dem Reden untereinander sehr, sehr fröhlich rüberkommt. Und das zählt wohl zu meinen größten Stärken, also Kommunikation. Und ich hoffe, dass ich, und nein, ich bin ziemlich sicher, dass in kontroversen Diskussionen ich dazu beitragen kann, auch untereinander einen Konsens zu finden. Auf welchen Spruch oder Satz reagierst du allergisch? Allergisch? Ja. Da würde ich sagen, das geht nicht. Das haben wir schon immer so gemacht. Das wäre ein Satz, wo ich, ja, dann steigen mir die Arme zu Berg und ich sage, warum denn nicht mal was Neues probieren, irgendwann andere Wege gehen. Darum gefällt mir dieser Satz überhaupt nicht. Ja 49 oder Wald statt Asphalt? Ja 49. Etwas, was so lange gärt, auf Arbeit ist, wo so viel Geld schon geflossen ist. Das muss langsam mal umgesetzt werden. Und vor allen Dingen, unsere Region wird davon profitieren. Die Entlastung der B3 ist etwas ganz Wichtiges. Für welche nationale oder internationale politische Persönlichkeit würdest du oder hättest du gerne aktiv Wahlkampf betrieben und warum? Da fällt mir Helmut Schmidt ein. Helmut Schmidt war Bundeskanzler, der erste Bundeskanzler, an den ich mich erinnern kann. Es war ein Kanzler, der mit starken, also eine starke Amtszeit hatte. Also da kommt dazu die RAF, die Probleme mit der Ölkrise. Das sind Sachen, die er abhandeln musste. Ist für mich ein Vorbild, politisches Vorbild auf jeden Fall. Und für ihn hätte ich auch Wahlkampf betrieben. Was ist dein Wunsch für die Arbeit mit den zukünftigen potenziellen KollegInnen? Fairness. In erster Linie Fairness. Fairness bedeutet Dafürhalten, dass die Kameraden, die Kolleginnen und Kollegen mir die Möglichkeit geben, auch mitzuarbeiten und nicht gleich den Neuling oder die Neulinge auf die kalte Bank setzen. Fairness, einfach Mitarbeit und mitarbeiten lassen.
Suche dir einen Kandidat oder eine Kandidatin einer anderen Liste heraus und beschreibe, welche positive Eigenschaften du an dieser Person schätzt. Ja, da würde ich sagen, die Katrin Pielsticker. Die Katrin ist unsere Stadträtin. Sie ist fair zu allen Parteien. Ich habe sie kennengelernt.